Erst vor kurzem haben wir Conchita zum Interview getroffen und dort erzählt sie uns, wie es in ihrem Leben derzeit aussieht. Alt oder jung, wirst du da 30? Nein, ich freue mich unglaublich, 30 zu werden. Also am 20. Oktober ist dieses Orchesterkonzert, das definitiv ein Geschenk für mich ist. Dann spiele ich am 8. Dezember im Museumsquartier. Das wird mein Geburtstagskonzert, auf das freue ich mich unglaublich. Es sind zwei Konzerte, die unterschiedlicher nicht sein können, aber in alle Richtungen großartig werden. Was meinen 30er per se betrifft, was die wenigsten in meinem Umfeld verstehen, ist, dass ich in meinem Kopf ja jedes Jahr einen volljährigen, einen runden Geburtstag habe. Soll heißen, der 6. November ist für mich jedes Jahr der wichtigste Tag im Jahr und verstehe nicht, warum er nicht der wichtigste Tag im Jahr auch aller anderen Menschen ist. Aber dieses Mal nehmen alle meinen Geburtstag so ernst, wie ich das jedes Jahr mache, und deswegen liebe ich es, 30 zu werden. Du bist aber also eine große Geburtstagsfeierin, oder? Ich liebe es zu feiern, per se, und ich liebe es natürlich, wenn sich die Party nur um mich dreht. Und das passiert an einem Geburtstag.